So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Da ist der Adi, ne? Hier sind die Füße, da ist der Wanst. Ist das die Halskrause? Keine Ahnung, der Wanst hängt ja eigentlich im Waschbecken komplett drinne. Der chillt auf jeden Fall, denn wir haben wieder mal Fanpost bekommen. Guckt euch mal das schöne Paket an. Packset, hier mit dem, von der Sendung mit der Maus, der Elefant. Dann habt ihr, wenn wir es hier rumdrehen, habt ihr hier die Maus. Wenn wir es hier rumdrehen, habt ihr hier die Maus und den Elefanten von der Sendung mit die Maus und die Ente und hier die Maus und der Elefant und boah, der fässt den voll an den Rüssel. Adi, ist doch gut jetzt. Und was haben wir unten drunter? Wow, ich weiß nicht, ob man das so rumschleudern kann, aber wir stellen es mal kurz so hoch. Guckt mal hier. Die Maus und der Elefant und die Ente und die machen hier einen auf der Human Centipede, ne? Dann habt ihr hier vorne nochmal so Bild, Freunde für immer steht da und die ritzen das da in den Baum ein. Die Gangsters, Adi. Jetzt wollen wir das aber mal aufmachen und mal gucken, was da drin ist. Das Paket kommt nämlich vom Daniel Chevy, also der Chewy, wie wir immer sagen, Chewy, Chevy, Chewing Gum, Chevy Chase. Sucht's euch aus, ein Mann mit vielen Namen. Wir müssen jetzt mal hier da vorne das, dann hier drüben das. Und dann haben wir im Prinzip schon, also eigentlich fast, keine Ahnung. Normalerweise müsste das jetzt einfach hier hochgehen, aber irgendwie macht man das halbe Paket kaputt beim Aufmachen, weil das irgendwie so bombenfest ist. Mensch, Adi, du kriegst ja hier schon förmlich rein. Jetzt haben wir es hier offen, ja? Der Adi schnüffelt erstmal. Das ist wieder der Drogenspürhund, der da rauskommt aus ihm. Jetzt tritt er erstmal drauf. Das ist auch sehr schön. A cat in the box, Alter, wer kennt's nicht? Wir nehmen das jetzt mal hier ab. Hier ist nämlich eine Tüte. Das ist sehr schön. Hier haben wir eine Tüte. Natürlich voller Genuss. Wenn ich das nächste Mal Pfand wegbringen will, muss ich da nicht immer jede Dose einzeln wegbringen. Ich kann einfach mal eine Tüte nehmen und kann den Pfand in die Tüte tun und dann das zusammen wegbringen. Dann haben wir hier Papier. Wie? Du das Kino? Dazu kommen wir gleich. Wir haben hier Papier. Jetzt dachte ich, das ist Papier zum Ausstopfen. Aber das Papier scheint wohl eine Flasche zu beinhalten. Deswegen machen wir mal das hier auf. Und ja, gucken mal, was hier drin ist. Düsseldorfer Kirsche. Ne? 15% voll Likör aus Kirschen. Aus Düsseldorf. Die Düsseldorfer GmbH. Qualität, unser Erfolg. Garantie, Schmidtmann, bekannt und beliebter. Zack. Ich muss ganz ehrlich sagen, so saure Kirsche trinke ich eigentlich gar nicht. Da kriege ich immer Sodbrennen, genauso wie saurer Apfel. Aber wenn es geschenkt ist, ne, kann man mal bei der nächsten Grillparty den mitnehmen, kann mächtig auftrumpfen und sagen, guckt mal Leute, jetzt habe ich extra saure Kirsche besorgt. Bin bis nach Düsseldorf gefahren, damit wir uns hier wegschießen können. Das tue ich jetzt hier oben rein, damit die Wurst zurückkommt. Da ist er auch schon wieder. Eben war sie weg. Eben hat sie doch schon keinen Bock mehr gehabt. Jetzt ist er wieder. Der Adi isst schon wieder den Wasserhahn. Adi, nicht daran rumknuspern. Nicht daran rumknuspern. Und er isst ihn trotzdem. Egal. So, was haben wir hier? Wir gucken mal hier weiter. Hier haben wir Stokes. Stokes Food Made Better Chili Jam. Das müsste also Marmelade sein. Chili Marmelade. We like our food simple, good and delicious, so we make our sauces. Set way to great ingredients. No cutting corners, prepared in small batches. To make the best tasting sauce you can buy.
Verstehe ich nicht. Chili-Marmelade. Muss ich mir wohl demnächst mal eine Folge Ramses Kitchen machen, mir einen schönen frischen Semmel kaufen und da einfach mal Chili-Marmelade drauf probieren. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Kenne ich nicht, habe ich noch nie probiert, werde ich aber probieren. Dann haben wir hier einmal für den Adi Felix. Felix Tasty Shreds. Also köstlicher Schranz, ne? Geschmacksvielfalt aus dem Wasser. Ich weiß nicht, ob er Felix überhaupt isst. Ich glaube, der hat noch nie Felix gegessen in seinem Leben. Der ist... Der Adi ist auf jeden Fall sehr speziell. Der Adi ist speziell, genau. Der Adi ist speziell und wählerisch. Und was ist denn hier mit der Klopapierrolle? Ich habe euch doch immer auf die Klopapierrolle draufgepackt. Ungefähr so. So, passt. Aber Adi, ich kenne einen simplen Trick. Guck mal. Der Adi hat nämlich eine Packung von dem Felix Crispies geklaut. Aber hier ist ja eine andere Packung. Und wenn ich die Adi... Also guck mal, wenn ich die nämlich jetzt da oben rein tue, da klaut er die auch noch. Ja? Ah, die willst du nicht lieber gucken, was wir noch hier haben. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Dose Duff-Bier. Kann man mal trinken, Montagabend, bei Chill mit Ramses. Die lege ich dir jetzt mal hier rein. Und dann, was ich richtig genial finde, ich habe letztens mit Pupsi in so einem American Store online haben wir geguckt und da gab es so Chupa Chups Getränke. Und da habe ich zu Pupsi gesagt, wir können ruhig da mal bestellen. Du bestellst für 1000 Euro und ich bestelle mir einfach 4 Dosen Chupa Chups, dass ich die 4-mal probiert habe. Dann wollte sie das... Was ist denn? Dann komm halt hoch wieder. Dann wollte sie das doch nicht. Und jetzt, was macht der Chewy? Der hat einfach Chupa Chups Dosen. Guck mal, Sparkling Chupa Chups mit Grape Flavor. Das ist eine. Und dann haben wir hier nochmal Sparkling Chupa Chups mit Strawberry und Cream. Erdbeer und Sahne? Creme? Sahne? Dann haben wir Sparkling Chupa Chups. Orange Flavor. Bin mal gespannt, ob das einfach nach Fanta schmeckt. Einfach eine normale Orangenlimonade. Oder ob ihr wirklich denkt, ihr esst einen Lutscher und es ist so klebrig süß, dass ihr brechen müsst. Und dann haben wir natürlich noch Sparkling Chupa Chups. Was ist das? Melon? Lemon? Melon? Lemon? Melon? Ich dachte eigentlich Zitrone, aber so wie es aussieht, ist das Melonen-Creme-Geschmack. Was steht eigentlich hier hinten? Da steht doch, es steht nicht Deutsch drauf irgendwo. Mit Melone, mit Melone-Sahne-Geschmack. Ja, habt ihr auch schon mal Melone-Sahne gegessen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das wird auf jeden Fall eine Folge Ramses Kitchen geben. 4-mal Chupa Chups. Drinks ist bestimmt was Seltenes. Frage ich mich, wo der sowas her hat, ne? Der kleine Amerikaner in ihm. Und dann wird es natürlich eine Folge geben mit der Chili-Marmelade. Und dann wird es eine Folge geben, wie ich die Felix-Snacks gegen Adi esse in der Challenge. Jeder hat ja eine Tüte bekommen. Und jeder isst so eine Tüte Felix-Snacks leer. Was ist denn? Dann kriegst du nicht auf alleine. Ja, dann komm halt her. So, der Adi ist auf jeden Fall jetzt in der Box drin. Das heißt, wir können die Box jetzt zumachen und dann ist alles gut. Los, leg dich rein. Ich sag's doch, Cat in the Box, guck dir das an. Und so haben die mir das jetzt geschickt. Das ist doch genial. Ich werde die Sachen auf jeden Fall noch testen, alle. Na, die werde ich jetzt mal trotzdem von den Snacks was da reinpacken. Ich habe bestimmt eh schon die ganze Tüte wieder kaputt gemacht oder aufgebissen. Adi! Aufgebissen, aufgerissen, aufgesonst was.
Ja, was kriegst du denn auch da rein? Das war's auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Los, Adi, drück mal drauf. Euer Ramses. Nee, da oben. Ach, Mann, das wird nix.